Nach zwei weiteren Wochen meldet sich Blue Byte nun erneut zu Wort, um uns vom Technical Test Server zu berichten. Dort wurde nun das Update 4 aufgespielt, welches die Forschung überarbeiten und einige Einheiten austauschen soll. Leider hält man sich mit Details sehr zurück, aber ich versuche mal ein bisschen was draus zu stricken. Forschung wurde laut Blue Byte um neue Optionen zur Wirtschaftsforschung ergänzt und braucht nun mehr von den Waren, die sonst eher selten gebraucht werden. Das ist grundsätzlich gut, aber ein großer Kritikpunkt am Forschungssystem war, dass es ausschließlich aus reinen Stat-Boosts bestand. Das klingt hier leider so, als hätte man diesen Trend einfach fortgesetzt. Natürlich darf man auch Stat-Boosts in einem Tech-Tree haben, aber sowas ist das Fleisch. Es braucht auch Knochen, die es tragen. Und das ist auch schon alles, was wir zu diesem Thema erfahren. Aber hey, Rekrutierungsgebäude können jetzt automatisch rekrutieren! Was für eine Neuheit, das haben wir ja nur schon seit 1998 in Siedler 3. Ein paar Hotkeys kamen auch dazu, was aber nichts zur Sache tut. Und Straßen wurden wohl grafisch überarbeitet, um den Eindruck des Siedlungsbaus zu verstärken. Nur den Eindruck natürlich, nichts sonst. Ich würde euch ja gerne einen Vorher-Nachher-Vergleich zeigen, aber bei Blue Byte kam wohl niemand auf die Idee, dass so etwas sinnvoll wäre. Wir bekommen auch Infos zu den neuen Ordenseinheiten, die Alchemisten, Brandmeister und, das betont Blue Byte besonders, die berüchtigten Raketenochsen ersetzen sollen. Dazu gibt es auch eine Konzeptzeichnung zu neuen Elementalisten der Illari. Seine Beschreibung lässt mich aber vermuten, dass er sich am Ende ähnlich verhalten wird wie der Raketenochse vor ihm. Das ist an sich nicht schlecht, die Raketenochsen hatten ja schon eine wichtige Rolle, aber es drückt das neue Siedler für mich weiter in ein sehr generisches Fantasy-Setting ohne echte Substanz. Es wurde auch an neuen Karten gearbeitet und wir halten einen 45-sekündigen Blick auf eine davon, die 2v2-Map Tal der Gebete. Lassen wir das mal kurz auf uns wirken. Ich kann nicht behaupten, dass die Karte nicht schön gestaltet ist, aber keine der bisher gezeigten Karten lässt mich hoffen, dass die Spieler selbst einen Karteneditor in die Hände bekommen werden. Und so ein Editor ist der Grund, wieso sie Siedler 3 bis Siedler 7 in den Fangemeinden halten konnten. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob Siedler 2 in der Originalversion schon einen solchen Editor hatte. Aber Spielmodi wie Buddel und Metzel im S4-Bereich waren keine Blue Byte-Schöpfungen, das haben sich die Spieler selbst geschaffen. Das neue Siedler sieht in dieser Hinsicht noch sehr nach einem geschlossenen System aus. Blue Byte gibt an, mit dem neuen Update auch 500 weitere Einladungen für den Technical Test Server rausgeschickt zu haben, wobei nur Teilnehmer der Closed Beta berücksichtigt werden. Ich habe ja meine Zweifel, dass es überhaupt noch so viele Leute gibt, die da unbedingt rein wollen. Man arbeitet wohl auch an einem Bewerbungsverfahren für Leute außerhalb der Closed Beta. Viel wichtiger wäre es aber meiner Einschätzung nach, tragende Mitglieder der Siedler-Communities gezielt ins Boot zu holen. Dazu habe ich ja schon einige Worte verloren. Ich bin jedenfalls gespannt, ob sich der jetzt etablierte 2-Wochen-Rhythmus halten wird.